Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam wieder Gardenscapes spielen. Das hatte ich jetzt schon einmal angespielt und jetzt spielen wir das mal weiter. Wir haben ein ziemlich heruntergekommenes Haus und einen noch viel schlimmeren Garten. Und diesen Garten wollen wir dann schön machen gemeinsam mit Hilfe unseres Butlers. Der hilft uns. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Hey, du bist es. Du warst lange weg, beinahe die ganze Woche, das stimmt. Ich habe übrigens letztes Mal einen Springbrunnen gebaut und auch ein paar Bänke dazu gestellt. Der Butler, der wird jetzt erstmal fegen. Und wir schauen mal, was wir hier noch weiter in unserem Garten verbessern können. Es gibt natürlich noch jede Menge zu tun. Und hier kann man Beeren sammeln und Blumen sammeln. Das ist so ähnlich wie bei Happy Fiends oder auch bei anderen Spielen, wo man immer wieder solche Reihen bilden muss. Achso, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Zügen. In diesem Level habe ich 29. Ich versuche jetzt möglichst gut natürlich hier dieses Spiel rumzukriegen. Es gibt eine Regenbogenexplosion. Okay. Es gibt hier auch verschiedene Bomben, die wir zünden könnten oder können. Und dann wird hier einfach das ganze Beet gesprengt. Und bei diesen Regenbogenexplosionen ist es so, dass immer das Benachbarte quasi dann gebrutzelt wird und dann verschwinden jetzt in dem Fall hier die Blumen. Okay, ich brauche manchmal ein bisschen länger, um die Sachen zu erkennen, die in einer Reihe sind. Da seid ihr vielleicht schon viel, viel schneller. Ich habe jetzt noch 22 Züge, aber manchmal da ergeben sich ja auch Reihen von ganz alleine. Da muss ich gar nichts machen, sondern zufälligerweise habe ich dann mehrere in einer Reihe. So, noch 19 Züge. Ups, das war nicht richtig. Okay. Wenn ich lange nichts mache, dann fängt es auch irgendwann an zu blinken, um mir so einen Hinweis zu geben. Hier, siehst du es nicht, da sind welche in einer Reihe. Setz dich in Gang. Aber ich brauche manchmal wirklich ziemlich lange dafür. Noch 11 Züge. Und ich muss ja insgesamt 50 Blumen und 50 Beeren sammeln. Und die Blumen habe ich jetzt schon fertig. Jetzt habe ich hier so eine Regenbogenexplosion. Und auch die 50 Beeren habe ich jetzt gesammelt. Und damit habe ich alle Ziele abgeschlossen. Gut gemacht. Genau, man kann hier noch Dinge bearbeiten. Entschuldigung. Das sind die Bänke zum Beispiel, die ich letztens gekauft habe. Man hätte auch andere Bänke kaufen können, aber ich fand die eigentlich am schönsten, deswegen habe ich die genommen. So kann dann auch jeder Garten ganz unterschiedlich aussehen. Das ist übrigens mein Haus, obwohl das Haus ist gar nicht heruntergekommen. Ich dachte, das Haus sah ja auch so schlimm aus. Irgendwie habe ich das gar nicht so schön in Erinnerung gehabt. Und jetzt gucke ich mir mal meine Aufgaben an. Ausstehend, ich soll den Rasen dekorieren. Und dafür brauche ich 2 Sterne. Ich habe aber nur einen. Das heißt, ich muss wieder ein paar Aufgaben erfüllen. Beziehungsweise hier solche Minispiele machen. Jetzt soll ich einen Gartenzwerg finden oder mehrere.
Finde 5 Gartenzwerge ist jetzt meine Aufgabe. Erziele mit diesen Spielsteinen Übereinstimmung, um den Gartenzwerg auszugraben. Achso, okay, den muss man dann erstmal freilegen. Der ist hier dann so ein bisschen versteckt. Ausgezeichnet. Finde die restlichen Gartenzwerge, um dieses Level... Okay, dieses Level, ich sag immer... Der Level und nicht das Level, aber ich glaube, man kann beides sagen. So, jetzt erstmal hier diesen Gartenzwerg freischaufeln. Oder freispielen vielmehr. Zwei Stück habe ich jetzt. Ich habe noch 17 Züge. Da bin ich mit Birnen. Erstmal zünde ich jetzt eine Bombe. Ich sehe ja die Gartenzwerge schon. Es ist ja nicht so, dass ich sie jetzt nicht sehe. Ich muss sie nur irgendwie möglichst schnell hier freimachen. Aber im Moment sehe ich keine Möglichkeit, wie... Da unten ist noch so ein ganz kleines Feld mit Rasen. Ah, jetzt. Okay. Da unten haben schon die Tropfen geblinkt. Manchmal gucke ich da drauf und dann vergesse ich schon wieder, was ich machen wollte, wenn ich zu lange warte. Oh nein. Und jetzt habe ich einfach wie wild drauf losgespielt und habe am Ende dann keine Züge mehr gehabt und habe jetzt nur 3 von den 5 Gartenzwergen gesammelt. Und ich habe ein Leben verloren? Oh nein, das ist ja gemein. Das finde ich aber jetzt wirklich ein bisschen unfair. Ich finde, da hätte ich Anfängerbonus kriegen sollen. Aber das gibt es bei diesem Spiel nicht. Knallhart ist hier der Butler. Und jetzt? Ach, Min. Jetzt kann ich meinen Rasen immer noch nicht dekorieren. Ich muss noch einiges hier in diesem Gardenscapes tun, in diesem Spiel. Hier sieht es ja wirklich aus wie Kraut und Rüben. Das ist hier so die kleine Tour zu meinem Garten. Mein Haus ist echt toll, aber mein Garten, naja. Naja, naja. Ich komme irgendwie nicht weiter. Ich habe ja gerade schon meine Chance vertan. Habt ihr noch ein paar... Tipps und Tricks zu dem Spiel. Was soll ich jetzt tun? Ich bin ein bisschen überfragt. Ich möchte natürlich möglichst schnell meinen Garten fertig kriegen. Also, wenn ihr Ideen habt, einfach in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Mal. Ciao!